Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei uns, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer freien Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ran ans Telefon 0800 220 5050 oder faxen 0800 220 5051 oder ihr könnt natürlich auch heute wie immer mailen unter domian@wdr.de. Mailen übrigens ist die beste Möglichkeit, schnell zu uns hier durchzukommen. Da müsst ihr nicht ewig wählen und es ist besetzt und so weiter. Mailt kurz euer Anliegen plus Telefonnummer, sehr wichtig, damit wir euch dann zurückrufen können. Und vielleicht unterhalten wir uns dann heute Nacht hier noch live in der Sendung. domian@wdr.de. Erster Anrufer ist Rainer und Rainer ist 56 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Rainer. Hallo. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, meine Frau ist voriges Jahr verstorben. Ja. Und ich werde da irgendwie nicht so fertig mit. Wie alt ist sie geworden? Also sie ist 61, sie war 5 Jahre älter wie ich. Ja. Ja. Ist sie plötzlich verstorben oder war sie ja, sehr erkrankt? Ja, war hier voriges Jahr am 9. März. Früh beim Frühstück am Frühstückstisch. Am Frühstückstisch? Ja, ist plötzlich der Kopf nach links weggefallen und weg war sie. Und sie hatte keine Beschwerden vorher, gar nichts? Nur, sie hatte wohl mit den Füßen ein paar Probleme, aber ansonsten keine Anzeichen irgendwie. Und war das ein Herzschlag, ein Gehirnschlag oder was war's? Na, ich wusste, die Ärzte war da und die hat den festgestellt, dass sie tot ist, und das wusste ich ja vorher schon. Mhm. Ja, die Ärzte kamen, die kamen erst nach fast 2 Stunden. Nach 2 Stunden? Wo ich angerufen hatte dann. Und Moment, du hast dann 2 Stunden mit deiner verstorbenen Frau in der Wohnung alleine verbracht? Ja, ich hatte zwar schon die Hauskrankenpflege, kam, also auf der Beine nicht mehr konnte, wenn ich dann mal nicht zu Hause war, dass sie eben betreut wurde. Wa? Ach so, sie hatte schon solche Gebrechen, dass sie betreut werden musste? Ja, durch ihre Füße und so, weil sie nicht mehr konnte. Aber warum hast du nicht den Krankenwagen angerufen oder einen... Ja, den Krankenwagen. Na, ich habe ja sofort eben den Notarzt angerufen. Und das dauert 2 Stunden? Jo, wie wir die dann da waren. Was? Wo wohnst du denn? Na, Luckenwalde. Wo liegt das? Hier im Land Brandenburg. Und so lange dauert das da? Ja, also, sag ich auch erstaunt. Ja, also hör mal, wo sind wir denn? 2 Stunden, wenn ein Notfall. Da war dir doch noch gar nicht klar, dass deine Frau verstorben war, oder? Nö, ich hatte erst gesagt, die hatte eben so eine komischen Geräusche von sich gegeben. Ja, genau. Also da war ja noch die Hoffnung bei dir, dass man sie hätte retten können. Ja. Und da geht es ja um jede Minute. Ja. Ich meine, die hatten auch noch versucht, aber haben es ja nicht mehr geschafft. Dann. Ja, aber nach 2 Stunden, das ist ja völlig klar. Ich meine, die Schwester von der Hauskrankenpflege war da. Ich habe sie noch mit der Schwester ins Bett gebracht. Ja. Dass sie nicht da in der Küche auf dem Stuhl sitzt, nicht mehr, wenn der Arzt kommt. Sag mal, Rainer, ist das auch ein Punkt, der dich wütend macht, dass du sagst, wenn vielleicht früher jemand gekommen wäre, hätte man sie retten können? Ja, da bin ich sehr wütend drüber, ja. Ihr lebt doch nicht in der Sahara da. Nee. Also da ist doch auch irgendwo immer in der Nähe ein Krankenhaus oder ein... Ja, klar. Ich meine, unser Hausarzt hat ja auch gesagt, er hat es auch nicht verstanden, dass sie erst so spät gekommen sind. Das ist ja unglaublich. Ich bin völlig empört. 2 Stunden zu warten, den Patienten warten zu lassen. Ja. Was ist denn hinterher dann noch nachdiagnostiziert worden? An was ist deine Frau denn verstorben? Tja, also ich hatte dann mit dem Arzt, der da war, der hat dann gesagt, so nach 2 Stunden kommt er wieder mit einem Todesschein und alles. Wie, da musstest du noch mal 2 Stunden warten? Ja, da hat sie noch 2 Stunden gelegen bei mir in der Wohnung, ehe sie dann überhaupt erst abgeholt werden konnte. Ich meine, Bestattungswesen war schon da, aber der Arzt kam ja dann bedeutend später noch und hatte dann drei seine Briefe gehabt. Und da habe ich gefragt, hat er das, ihr Hausarzt sagt Ihnen das. Und was hat der Hausarzt gesagt? So, ich habe den Hausarzt gefragt, er sagt, er hat überhaupt nichts bekommen. Da habe ich mir mit dem Arzt in Verbindung gesetzt, der auch da war. Mhm. Ja, sagt er, ihr Hausarzt hat es. Mhm. Sagt, er hat es nicht gesagt, hat er mir gesagt. Sagt, der Hausarzt wird mich ja nicht anlügen. Ne? Also,
um es zu verkürzen. Mhm. Man hat dich im Unklaren gelassen. Ja, eine bis recht heute. Lange Zeit, woran deine Frau verstorben ist. Bis heute, denke ich. Bis heute. Die Frau ist bestattet worden. Ja. Und man weiß überhaupt nicht, was geschehen ist. Nee. Das ist ja unglaublich. Ja, also. Das ist ja wirklich unglaublich. Also es ist in vielfacher Weise ist es schrecklich, weil eben immer noch der Gedanke hochkommt, wenn sie gleich ordentlich notärztlich hätte versorgt werden können und wäre in ein ordentliches Krankenhaus gekommen, vielleicht hätte man was machen können. Ja, klar. Diese Sachen belasten einen ja unglaublich, stelle ich mir vor, wenn ich mich in dich hineinversetze. Ja. Zudem natürlich der Verlust der Frau und die generelle Trauer. Hast du denn noch die Kraft gehabt oder überhaupt die Kraft zu überlegen, ob du da juristische Schritte einleitest, ob du Anzeige erstattest, ob du irgendetwas jetzt da in die Wege leitest? Also ich bin dran, dass ich das machen will. Du bist entschlossen, das zu machen. Ja. Da würde ich dich auch sehr, sehr, sehr bekräftigen wollen, ja. Rainer. Ich meine, das ist ja das Ding. Ich meine, ich musste ja auch meine alte Wohnung aufgeben, eine andere Wohnung nehmen, aber... So wie ich in die Küche komme, ich habe immer das Bild vor mir. Ja, klar. Ja. Wie lange wart ihr verheiratet? Wir waren 32 Jahre. 32 Jahre. Ja. War es eine gute Ehe? Ja, sehr gut sogar. Ich meine, Kleinigkeiten fallen ja überall. Ist völlig normal, auch in so einer langen Zeit. Ja, aber ansonsten war es eine wirklich gute und glückliche Ehe. Umso grauenhafter, wenn man so plötzlich auseinandergerissen wird. Und dann noch diese Geschichte zusätzlich ertragen muss, dass unterlassene Hilfeleistung da unter Umständen vorliegen könnte. Tja. Habt ihr Kinder? Nee, leider nicht. Mhm. Aber. Hast du denn jemanden, ich meine, das ist ja natürlich eine sehr nervige und sehr schwierige Sache, das alles jetzt aufzurollen und da juristisch was zu unternehmen. Hast du jemanden, der dir da etwas beisteht und hilft? Na gut, ich habe einen Bruder, aber auf den ist kein Verlass. Mhm. Ich meine, jedes Mal, wenn ich auf dem Friedhof war und zurückkomme, ich meine, dann geht es mir sehr dreckig. Mhm. Dann sagt er mal, stell dich mal nicht so an. Mhm. Ja, das ist auch kein guter Trost. Nee. Na, der hat eben kein Verständnis dafür. Ne? Ja, ja. Muss ihm vielleicht selber mal passieren, dass er dann vielleicht mal Verständnis hätte. Meinst du denn, dass du in deiner Trauer, in der schweren Trauerphase, in der du jetzt noch bist, dass du die Kraft hast, dass... durchzuziehen, diesen ganzen bürokratischen Kram, der da eventuell auf dich zukommt? Die Kraft muss ich haben. Weil du es für deine Frau auch tust. Ja, genau. Mhm. Sie wird natürlich nicht mehr lebendig dadurch. Nee, aber es ist, aber es wäre eine Genugtuung, wenn hinterher rauskäme, der und der ist schuldig. Ja. Ja, und es hätte so und so nicht passieren dürfen. Nee. Hat denn diese Ärztin, die dann nach 2 Stunden endlich ankam, hat die sich in irgendeiner Weise gerechtfertigt, warum sie so spät kommt? Nö, nee, gar nicht. Kamen Sie eigentlich mit einem Krankenwagen oder wie kamen Sie? Na, die kamen dann mit Blaulicht alles vorgefahren, aber war ja dann leider zu spät, ne? Unglaublich. Nö, nee, da ist mir so eine Patze gekommen, ne? Und frisch gesagt, na, Ihre Frau ist tot. Hm. Ich kann auch nichts mehr machen. Das war die Antwort. So, und dann steht man da alleine, als Ehemann, als Partner, 30 Jahre Ehe. Ja. Und... die ganze Welt bricht unter einem weg. Ja, das ist zum Glück bei von der Hauskrankenpflege eben die Schwester da, die hat mich dann zwar in den Arm genommen und gedrückt und gemacht, aber das hilft dann auch nicht. Mhm. Gut, die hat dir dann ein bisschen Trost gegeben. Also ich denke gerade über etwas nach. Es wird bestimmt Gruppen geben, Organisationen, Vereine, Selbsthilfegruppen, die sich auch mit solchen speziellen Fällen, wie der deinige ist, beschäftigen. Mhm. Ich würde gerne, dass du jetzt gleich mit meiner Psychologin mal sprichst, weil wir ja ausgerüstet sind mit sehr vielen Adressenkarteien. Mhm. Mir wäre wohl, wenn wir dir da zumindest noch eine gute Adresse an die Hand geben können, dass dich vielleicht ein sehr sachkundiger Verein unterstützt, auch in dieser Klage, die da ansteht. Ja. Weil das ist schon gut, wenn man da Fachleute an der Seite hat. Mhm. Das wäre sehr nett und lieb von dir. Ja. Ansonsten hoffe ich sehr für dich, Rainer, dass du die Kraft hast, die nächste Zeit einigermaßen zu überstehen. Na gut, ich habe noch so einen kleinen Hund noch. Ich meine, die ist und kommt, wenn sie merkt, ich komme von Friedhof, merkt die jetzt ja, wenn ich dann total fertig bin, dann kommt die und schmust und macht. Also wenn die nicht wäre, dann, ich glaube, ich hätte mir schon was angetan. Ist das euer gemeinsamer Hund? Ja, der hat, meine Frau,
den hatte ich schon, wo meine Frau noch gelebt hat, ja. Das ist dann ja auch eine schöne Gemeinsamkeit und auch eine schöne Erinnerung auch an die Frau. Ja. Das ist schon verrückt, ne? Wie ein Tier, wie sehr ein Tier einen auch trösten kann. Ja, das stimmt, ja. So ein Tier ist manchmal besser wie ein Mensch. Manchmal schon, ja. Ja. Traurig, dass man sagen muss, aber es ist so. Das stimmt, ja. So, lieber Rainer, du legst auf und du wirst von uns zurückgerufen, das heißt von der Heide, das ist meine Psychologin. Ich hoffe, dass wir dir ein bisschen weiterhelfen können und ich wünsche von meiner Seite die besten Wünsche zu dir. Alles Gute. Danke. Und da wollte ich mal fragen, könnte ich ein Autogramm bekommen? Na klar. Die Heide schreibt... Ich gucke mir die Sendung sehr oft und wenn ich Zeit habe und die gefällt mir sehr gut. Vielen Dank. Die Heide schreibt gleich deine Adresse auf und dann organisieren wir das. Okay. Alles Gute von Herzen. Ja, recht schön, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, Rainer. Sascha, 31 Jahre, guten Morgen. Ja, Hallöchen. Ja, Hallöchen. Hallöchen zurück. Ja, ich rufe an auf deine Aufforderung hin von gestern, als die Astrid, die letzte Anruferin, angerufen hat. Ja, ich muss es den Zuschauern und Zuhörern mal kurz sagen. Gestern hatten wir Astrid ganz am Ende der Sendung. Astrid ist stark sehbehindert und kriegt keinen Mann, mal ganz plump gesagt, und findet keinen Partner. Und sie stellte sich so die Frage, wie finden Leute, die sehbehindert oder blind sind, eigentlich ihre Partner? Und da habe ich gesagt, wir haben sicher eine ganze Menge im Publikum Menschen, die sehbehindert sind. Wie macht ihr das? Wie findet ihr eure Geliebten? Jetzt ist Sascha dran. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du sehbehindert bist. Ich bin sogar vollblind. Du bist vollblind? Ja. Von Geburt an? Von Geburt an. Von Geburt an. Also du kannst dir die Welt gar nicht vorstellen. Nicht so wie wir sie sehen, so muss man es sagen. Ne? So wie wir können uns deine Welt ja auch nicht vorstellen. Sagen wir es mal so, ich sehe sie nicht mit herkömmlichem Auge, aber ich muss gleich dabei sagen, zumindest bin ich einer von den Leuten, der benutzt das Wort sehen absichtlich. Ja. Also ich sehe die Welt auch, nur eben auf anderer Ebene. Ja. So. So, jetzt zum Thema. Bist du in einer Partnerschaft? Ja. Wie hast du deine Freundin kennengelernt? Ja, wir haben uns eigentlich durch einen ganz blöden Zufall kennengelernt. Gut, diese Partnerschaft, die habe ich kennengelernt. Mein Gott, ja, wir haben uns übers Telefon kennengelernt. Ja, ist natürlich, stimmt, gute Möglichkeit für Leute, die sehen können, das Telefon, klar. Dazu muss ich aber gleich sagen, es ist nicht meine erste Partnerschaft. Ah ja. Und alle anderen Partnerschaften, die habe ich auf ganz herkömmlichem Wege kennengelernt. Auf Partys, in der Kneipe. Ach. Ja. Aber wie geht das in der Kneipe? Die Frage ist ja nun wirklich berechtigt. Du kannst nicht sehen. Richtig. Du kannst also keine Frau anbaggern. Du kannst nicht flirten mit den Augen. Das ist richtig. So. Wie bist du mit den Frauen in der Kneipe in Kontakt gekommen? Ja, zum Beispiel, man ist halt in der Kneipe, man unterhält sich vielleicht auch mit Bekannten, Freunden. Mhm. Trotzdem horcht man manchmal so ein bisschen in die Runde. Mhm. Wer ist denn noch so alles da? Man interessiert sich halt. Und ich meine, ich bin nun mal... Mein Gott, neugierig. Ne? Ja. Welche Stimme klingt interessant vielleicht? Genau, genau. So, ne? Und wenn da eine Stimme war, die mich ansprach, dann hat man halt irgendwie versucht, weiß ich nicht, auf ein Gespräch zu kommen. Mhm. Und, aber da musst du ja schon mutig sein. Ne? Wenn du mit deinen Leuten da zusammensitzt und am Nebentisch fällt dir eine nette Frauenstimme auf, dann musst du ja schon doch auch gutes Selbstbewusstsein haben, um zu sagen, hä, wer ist das? Und dich da irgendwie hinbewegst. Ja, ist richtig. Entweder macht man es halt so, da muss man diesen Mut halt aufbringen, oder man benutzt halt so gewisse Talente, die ich, glaube ich, behaupten kann, die ich habe. Nämlich? Zum Beispiel, wenn ich merke, aha, die hat auch noch richtig Humor, dann fing man halt mit den Bekannten irgendwie an, so ein paar Späßchen zu reißen. Also. Ich mache ein bisschen hobbymäßig ein bisschen Comedy, Imitation, Stimmimitation. Ich verstehe, um sie damit einzubeziehen. So ungefähr. Und irgendwann, um sie ranzulocken, klappte das auch, dann wurde ich schon irgendwann angesprochen. Verstehe. Ja, also man muss halt ein bisschen pfiffig sein, ne? Und man muss mutig sein, pfiffig sein, und man muss auch mal einfach einen unkonventionellen Weg vielleicht gehen. Richtig. Ich meine, so hat sich unter anderem haben sich so auch Beziehungen entwickelt. Manchmal auch nur eine Geschichte, das ging nur für eine Nacht. Gelegentlich. Hast du denn hauptsächlich sehende Frauen? Ja. Oder? Ja. Deine jetzige Partnerin ist auch eine sehende Frau? Ja, die ist normal sehend. Ja. Das funktioniert auch. Ja, das funktioniert. Könntest du dir denn vorstellen, auch mit einer blinden Frau zusammen zu sein? Hab ich schon mal versucht, war aber nicht. Warum nicht? Ja, gut, das spielten viele Faktoren eine Rolle. Es hat einfach nicht geklappt. Das war einfach nicht, es passte einfach irgendwie nicht. Von der Frau her, vom Charakter her? Oder meinst du, dass nicht zueinander passt, blind? Also in deinem Fall jetzt? Ich würde sagen, in meinem Fall, glaube ich, passt es irgendwie nicht. Ja. Ich weiß nicht, wieso ist... Wie gesagt, ich habe es ausprobiert und
Ja gut, es kann auch sein, dass es an diesem, in diesem Fall nicht unbedingt nur daran gelegen hat. Vielleicht schiebe ich das nur da drauf. Ja, ist, aber ist, sie war einfach, sie passte einfach auch nicht zu ihrem Charakter, sie war zu ruhig so, irgendwie. Und jetzt die aktuelle Beziehung, aktuelle Partnerschaft hast du übers Telefon kennengelernt. Was war das für eine Telefongeschichte, dass ihr euch da kennengelernt habt? Ja, mein Gott, das war so eine blöde Dingsnummer vor Jahren. Ja. So eine 0190er-Nummer. So, ich wollte mal wissen, was der Scheiß wirklich ist. Ach so. Es war einfach ein blöder Zufall. Ich war zu Hause, ich hatte leichte Grippe und ich konnte nicht in eine Kneipe. Mir war langweilig, dachte mir, ein paar Mark kannst du mal riskieren. Ja. Rief da an, hatte auch gleich dann jemanden, also in dem Fall sie, an der Strippe. Und daraus entwickelten sich halt Gespräche. Perfekt. Dann kriegte sie meine Telefonnummer. Und Und heute seid ihr ein Paar. Ja, erst hatten wir uns monatelang über Telefon nur unterhalten. Ja. Dann verlor man sich aus den Augen oder in dem Fall aus den Ohren. Genau, so musst du es ja sagen. Nee, das sage ich jetzt deswegen vor allem, weil sie konnte mich ja in dem Augenblick auch nicht sehen. Stimmt, hast du recht, persönlich. Also, ich fasse mal zusammen. Im Prinzip ist es bei den Blinden so wie bei den Sehenden ein Tick komplizierter, muss man schon sagen. Bei mir zumindest, bei mir zumindest ist es eigentlich relativ normal. Ja, weil du auch ein sehr extrovertierter Typ bist, glaube ich, ne? Aber ihr müsst schon ein bisschen mehr Fantasie vielleicht an den Tag legen und euch ein bisschen mehr engagieren, als die Sehenden es nötig haben, weil wir halt mit den Augen eher kontaktieren können und so weiter. Aber im Großen und Ganzen kann man es noch auf normaler Basis machen und das Telefon ist natürlich ein hervorragender Tipp. Ja, nur halt für uns Männer ein bisschen teuer, ne? Das stimmt allerdings. Dann ist das Internet vielleicht dann doch schon besser, wäre es theoretisch. Ja, wobei, das ist ja wieder kompliziert für euch Blinde mit dem Internet. Überhaupt nicht. Nee. Nein, darauf wollte ich dich auch noch ansprechen. Bitte, erklär es. Weil du gestern sagtest irgendwie, du glaubst, dass es für uns gar nicht möglich ist. Ja. Also momentan sitze ich hier auch am Rechner und der Rechner ist im Internet. Aha. Es gibt da Programme, die uns das, vor allem das Betriebssystem Windows heutzutage, zugänglich machen. Diese Programme nennt man Screenreader oder wer das deutsche Wort bevorzugt, Bildschirmleser, werden die auch genannt. Ja. Da gibt's jede Menge Programme. Ich will jetzt keine Werbung machen, es gibt viele verschiedene. Okay, das muss man gar nicht vertiefen. Für mich reicht hier schon die Information aus, das geht auch Internet. Ja. Das geht mit Internet und jeder Blinde, der jetzt interessiert ist, kann sich da ja dann auch kundig machen. Richtig. Das wandelt alles in Sprache oder eben auch in Punktschrift über eine sogenannte Braillezeile um. Also, das war der Sascha. Ich danke für den Anruf, für die guten Tipps. Und letztendlich muss man da, wenn man jetzt zugehört hat oder in Aste zugehört hat, kann sie sich vielleicht irgendwas rausholen. Ja. Hoffen wir mal. Wie gesagt, wenn sie vielleicht irgendwie interessiert ist, irgendwie über Computerprogramm, weil ich glaube, sie haben rausgehört gestern, sie ist da gar nicht informiert eigentlich. Dann könnten wir euch ja vielleicht auch zusammenschließen. Richtig, ihr habt ja meine Nummer. Das machen wir gerne. Könnte durchaus mal anrufen. Na wunderbar, Sascha. Ich danke dir ganz herzlich. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wir haben heute eine freie Themennacht, wie ihr schon gemerkt habt. Und morgen haben wir ein festes Thema. Das Thema heißt, in mir täuschen sich alle. Und dieses Thema habt ihr euch gewünscht. Das heißt, die Mitmacher bei nachtlager.de, unserer Fanseite im Internet, da standen mehrere Themen zur Abstimmung und dieses Thema habt ihr euch gewünscht. In mir täuschen sich alle. Das ist also morgen unser Thema. Ich möchte mit Leuten reden, die ein Geheimnis, ein großes Geheimnis haben, die ein Doppelleben haben, die Dinge tun, die ihr Partner oder ihre Partnerin überhaupt nie glauben würden, für möglich halten würden oder auch die Freunde nicht, die Familie nicht. Thema also in mir täuschen sich alle. Morgen unser Thema. Jetzt freie Themennacht. Weiter mit Viktor und Viktor ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Viktor. Dein Thema. Mein Thema ist, vor anderthalb Monaten ist mir ein Unfall passiert, da habe ich ein 12-jähriges Kind umgefahren. Aber ich bin unschuldig. Du hast ein 12-jähriges Kind umgefahren oder totgefahren? Ja, totgefahren, ja. Totgefahren. Wie ist es zu dem Unfall gekommen? Beschreib ihn mal. Ja, ich bin halt abends mit meiner beste Freundin, das war es 6:45 so und die Zeit war es noch hell. Bin ich ganz mal die Kölner Straße runtergefahren, sage ich mal jetzt. Ja. Und das ist eine 70er-Zone. Ich bin 60 gefahren, das weiß ich von den Polizisten. Und dann ist er plötzlich wieder aus dem Himmel gefallen. Also ich hatte ihn gar nicht gesehen, die hatten ihn gar nicht gesehen. Das war ein Junge? Das war ein Junge, ja. Woher kam er denn plötzlich? Aus der Seite irgendwo raus? Oder? Ja, von der Seite aus. Wahrscheinlich von einem Bürgerstein, da ist so ein bisschen Gebüsch oder so, das kann man nicht so gut übersehen. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Zu Fuß. Mhm. Und direkt auf die Straße? Mhm. Direkt von mir aus Auto. Das heißt, du konntest im Prinzip gar nichts machen? Nee. Ich konnte dann nur später bremsen, weil ich wusste jetzt nicht mal, was es war.
Und meine Freundin hat das auch nicht gewusst, was es war. Sag nochmal die Zeit. Wie viel Uhr war es? 7:20. Da war es noch hell. Mhm. Mhm. Es ging so blitzschnell, dass du gar nicht das identifizieren konntest, dass das ein Kind ist, ein Mensch ist. Und da kam ja, einfach irgendwas raus. Und ich habe nur so leicht die Farbe gesehen, das war so beige, aber es war halt nur der T-Shirt von ihm. Das heißt, der Junge lief regelrecht? Ja, der lief. Der rannte auf die Straße und du fuhrst 60? Ja. Ja, da hat man natürlich wirklich gar keine Chance. Wenn der direkt davor läuft, dann... Ja. Ja, daher, was ich nicht wusste, was es noch war, hatte ich noch nur keinen Schock, kann man sagen. Ich habe noch von meinem Handy aus Feuerwehr und Krankenwagen angerufen. Also du hast schon gespürt, dass du da etwas überfahren hast. Ja, es gab einen Aufprall. Mhm. Ja. Und dann direkt auf die Bremse natürlich, ne? Ja. Ja, und dann bin ich langsam dahin gegangen, wo schon ein paar Passanten standen. Ja. Und Deine Freundin auch? Ist sie auch ausgestiegen? Ja. Mhm. Die ist ja mit mir dahin gegangen. Also wir sind zusammen am Abend dahin gegangen. Und dann habe ich erstmal einen Schuh gesehen und dann landet das Bein und habe ich mir gedacht, wow. Mhm. Also dann war es für mich erstmal fast am Ende, war ich. War das ein sehr schlimmer Anblick? War das Kind sehr verletzt? Ich kann das nicht beschreiben, wie der da lag. Also das war nur Matsch, kann man sagen. Mhm. Total irgendwie wie ein Knoten. Mhm. Und der lag noch mit dem Kopf unter einem anderen Auto. Da war noch ein anderes Auto mit beteiligt. Ach so, es kam ein Auto hinter dir? Nee, Gegenverkehr. Mhm. Also der ist von rechts nach links über mein Auto geflogen. Also das Kind war sofort tot? Mhm. Also wir haben das Auto zurückgeschoben, dann habe ich nur seine Augen gesehen. Ja. Die waren einfach nur starr. So. Und dann habe ich mich nach Bürgerstand hingesetzt und das war es dann erstmal. Ja. Also das stelle ich mir auch wirklich ganz, ganz schlimm vor, wenn man so etwas erlebt hat und man ist nicht schuld dran. Ja. Aber dennoch hat man ja wahrscheinlich irgendwie ein Schuldgefühl, ne? Mhm. Ist das so bei dir? Ja, was soll ich dazu sagen? Da ich weiß, dass ich unschuldig bin, nur von den Polizisten weiß ich das und von dem Gutachter, der an der Stelle war. Mhm. Ich weiß nicht, was der Richter noch dazu sagt. Vielleicht ist das auch nicht richtig ausgedrückt von mir, dass man das Gefühl dann hat, man ist schuldig. Aber man hat sicher ein ganz belastetes Gewissen, obwohl man unschuldig ist. Vielleicht soll man es so besser ausdrücken. Ja. Mhm. Und das Schlimme ist, ich kenne den älteren Bruder von dem Kind. Und also ich kenne ihn nicht so gut, aber ist schon hart dann. Und meine Kollegen kennen die anderen Leute von der Familie. Das ist schon sehr hart. Das heißt, du weißt, in welchen Familienverhältnissen das Kind gelebt hat? Ja. Hast du Kontakt mit der Familie gehabt? Ich wollte einen Brief schreiben, einen Beileidsbrief oder so, aber ich habe keine passenden Worte gefunden. Alles, was ich habe bestimmt so einen ganzen Blog verbraucht. Mhm. Wobei ich eigentlich es gut finde, wenn du es machen würdest, Viktor. Mhm. Auch wenn die Worte nicht so elegant und so geschickt sind, aber ich, die Eltern wissen ja, dass du nicht die Schuld trägst. Mhm. Und ich glaube, dass auch eine solche Beileidsbekundung etwas Gutes ist, als wenn du schweigst und dich völlig zurückziehst. Das muss kein schöner Brief sein. Es muss einfach klar sein, dass du mitfühlst und dass es dir unendlich leid tut. Ja, ich weiß aber erstens auch nicht, wie die Familie darauf reagiert, ob die dann irgendwie vielleicht, also die will bestimmt von mir nichts mehr wissen. Also ich bin wahrscheinlich der schlimmste Mensch für die. Aber der Sachverhalt ist doch von der Polizei und von dem Gutachtern oder von dem Gutachter, sagst du, ist doch völlig klar, ne? Mhm. Dass du nicht, dass du nicht die Schuld hast. Mhm. Mhm. Dann wollen wir hoffen, dass die Familie das auch so akzeptiert und dich nicht als Schuldigen sieht, der du kein Schuldiger bist. Das hoffe ich auch. Also ich glaube, dass du durch so einen Brief auf keinen Fall das falsch machen kannst. Auf keinen Fall. Mhm. Wie geht denn deine Bekannte damit um? Die war ja nur auch in dem Auto. Die ist ja in gleicher Weise mehr oder weniger, nicht vielleicht so ganz heftig wie du, aber dennoch auch sehr betroffen von der Sache. Ja, sie war sehr betroffen auch. Mhm. Natürlich, die hat auch einen Schock und also wir haben es bei dem Moment noch nicht so ganz überstanden. Was hast du danach oder was habt ihr danach gemacht? Irgendwann geht man von dieser Unfallstelle weg und man weiß, man hat gerade einen Menschen übergefahren. Was macht man danach an dem Abend dann noch? Ich weiß nicht mehr genau, was ich da alles gemacht habe. Also ich glaube, ich war mit ein paar Freunden
in eine Runde sitzen und mal darüber reden. Die meinen, das wäre besser. Also ich ging es auch besser. Ich glaube wirklich, dass das, wie du auch gerade schon sagtest, das ist wie Schock, ne? Mhm. Dass man sich gar nicht mehr so ganz detailliert daran erinnert dann hinterher. Mhm. Ja, das war, ich war wie weggetreten. Mhm. Ich würde gerne, Viktor, dass du jetzt noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Ich finde, das ist sicher nötig und vielleicht kann sie dir auch noch ein paar ganz gute Tipps geben, wie du dich jetzt so ein bisschen auch auffängst. Ja, das ist ganz gut. Ich habe jetzt auch in einer Woche den ersten Psychologentermin. Ah ja. Und ich wollte erstmal schon mal Vorgeschmack holen. Also ich wollte auch mit dir erstmal darüber reden. Ja. Gut. Dann machen wir das so, Viktor. Du legst auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Okay. Alles Gute. Gleichfalls. Auf Wiederhören. Tschüss. Cindy. Cindy ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Cindy. Hallo. Um was geht's bei dir? Viele Sachen. Also über meinen Ex-Freund. Ja. Und zwar, der hat mit mir Schluss gemacht. Wann? Vor ungefähr 2-3 Monaten jetzt. Mhm. Und wie lange wart ihr zusammen? Ein halbes Jahr. Mhm. Und ich muss noch dazu sagen, also wir hatten Standesamt, alle Papiere schon, wir wollten heiraten. Mhm. Hatten wir alle Papiere schon da? Mann, ich fasse es nie. Du bist 18 Jahre alt. Ja. Du bist mit dem Typen ein halbes Jahr zusammen. Ja. Ein halbes Jahr. Ja. Und da wollt ihr schon heiraten? Ja, also ich habe halt gedacht, das ist der Richtige. Ich gehe immer noch davon aus. Aber da kann man dann noch 2 Jahre warten und das Ganze nochmal still beobachten, ob das der Richtige ist und man heiratet dann. Ja, das war auch ein bisschen überstürzt. Also. Na, erzähl erstmal die Geschichte weiter. Also, wie gesagt, er hat Schluss gemacht, weil sich einige Leute bei uns eingemischt haben, seine Mutter ja. vor allen Dingen. Ich muss dazu sagen, er hat schon ein Kind. Ja, wie alt ist er denn? Er ist 23. Ja. Und seine Mutter stand nicht so sehr auf dich? Also sie konnte mich schon leiden, nur sie hat ihn halt mit seiner Ex-Freundin gesehen, weil sie ein Kind hat. Und da hat sie permanent Druck gemacht. Moment. Die Mutter hat ihn mit seiner Ex-Freundin gesehen? Ja. Wie gesehen? Er hatte da auch noch ein Verhältnis mit der, oder wie? Nee, also das hat sich bei uns so ein bisschen überschnitten, sagen wir mal so, weil... Ach so, du meinst mit gesehen, sie wollte gerne, dass er... Genau. Verstehe. Mhm. Und ja, wie gesagt, also einige Leute haben sich auch eingemischt und Lügen rumverzählt und es war Streitpunkt halt in unserer Beziehung. Und dann bin ich, nachdem Schluss war, zu Oliver Geisen hingegangen. So, ja, und dann? Er hat Nein gesagt. Wie, Oliver Geisen hat Nein gesagt? Nein, mein Ex-Freund. Ach so, du warst in der Sendung. Genau. Und hast gesagt... Da gibt es ja immer solche Fragesendungen, kommst du wieder zurück zu mir oder sowas. Genau, sowas war das. Dann saßt du vorne auf der Bühne und irgendwann kam dein Freund rein und du hast gesagt, ach, ich würde gerne noch wieder mal, gib uns doch eine Chance und so weiter. Ja, er hat aber gewusst, dass ich ihn noch immer noch lieb und alles. Ja. Das tue ich im Endeffekt immer noch. Und er hat dann vor laufenden Kameras bei RTL gesagt, nein. Ja. Cindy, das war's, ich will dich nicht. Das hat er nicht gesagt, also er hat halt, ich habe ihn nicht zu einer Entscheidung gezwungen. Mhm. Ich habe nur gesagt, er sollte es überlegen. Cindy, jetzt muss ich mal, wir machen mal einen kleinen Strich drunter. Mhm. Wir sprechen gleich weiter. Ich muss jetzt mal was anderes fragen. Mhm. Ich gucke diese Sendungen auch manchmal. Nicht am Nachmittag oder aber eher dann nachts. Und ich frage mich immer, warum geht man in eine solche Fernsehsendung, um den Partner nach so etwas zu fragen? Steckt dahinter die Hoffnung, eher Druck machen zu können durch die Öffentlichkeit? Warum geht man ins Fernsehen und fragt den Partner, willst du doch noch vielleicht wieder mit mir zusammen sein? Also bei mir war es nicht so Druck machen. Also ich wollte ihm einfach beweisen vor Millionen von Zuschauern, dass ich ihn über alles lieb. Und du meinst, das hat dann noch eine Wirkung? Ich hab's gehofft, aber... Ich glaube, dass das nie eine Wirkung hat. Ich glaube, dass man Liebe und wenn da eine Milliarde Zuschauer zugucken, hat das überhaupt keinen Einfluss auf eine Herzensbefindlichkeit. Ich
glaube, das ist völlig egal. Ja, bei ihm war das zumindest so, sein Herz hat gesagt, also er liebt mich doch, das hat er selber gesagt. Ja. Nur sein Verstand, ja. Der hat Nein gesagt. So, das wollte ich mal kurz fragen. Jetzt gehen wir weiter in die Geschichte. Also Da hat er dann Nein gesagt. Jetzt rufst du mich aber heute an. Das heißt, irgendwie bist du immer noch unzufrieden, unglücklich und warum hast du angerufen? Ja, also die Geschichte geht erstmal so weiter. Wir sind dann nach Hause gefahren, weil das ist ja in Köln. Ja. Und wir wohnen in Stuttgart. Ja. Also Oliver Geissenshow ist in Köln, müssen wir dazu sagen. Genau. Ja. Mhm. Und wir haben danach noch miteinander geschlafen. Nach der Show? Ja. Obwohl er in der Show gesagt hat, nein. Ja. Was ist das denn für ein Kasper-Theater? Keine Ahnung. Und er hat dann halt gemeint gehabt, er überlegt sich's, er meldet sich bei mir. Und ich saß natürlich daheim und warte auf seinen Anruf. Mhm. Kam aber keiner. Und jetzt habe ich von einem Freund von ihm erfahren, dass er den Kontakt komplett abbricht. Hat er jetzt auch gemacht, also er meldet sich nicht mehr. Mhm. Und dass er eine neue Freundin hat. Nur Heute habe ich seinen Bruder gesehen. Ja. Und das stimmt gar nicht. Wie, das stimmt gar nicht? Also er hat keine Freundin. Aber er meldet sich ja nicht bei dir. Ja, aber ich verstehe es nicht so ganz, weil... Cindy, pass mal auf. Jetzt scher dich mal nicht so sehr darum, was irgendwelche Leute wie, wo, wann gesagt haben. Halte dich mal an die Fakten. Fakt ist, dass der dir sogar in dieser Situation in der Öffentlichkeit Nein gesagt hat. Mhm. Dass der hinterher mit dir gepennt hat, muss gar nichts über seine über seine Gefühle aussagen, sondern es kann auch sein, dass der einfach geil war. Und dich da noch einmal gebraucht hat. Mhm. So. Wenn der, wie lange liegt das jetzt zurück, dieser Vorfall? Ungefähr 2-3 Monate. So, und er hat sich seitdem nicht mehr gemeldet? Nein. So, dann vergiss ihn nach all dem, was da vorgefallen ist. Frage nicht rum, was der denkt und was der wieder gehört hat und hat er eine Freundin, hat er keine Freundin. Die Sache ist gelaufen. Und sei froh, dass du ihn nicht geheiratet hast. Denn wenn du ihn geheiratet hättest, dann wäre alles noch viel komplizierter. Mhm. Ich weiß auch, dass man dann immer so rum überlegt, ach, vielleicht doch. Und man nimmt das kleinste Körnchen und versucht da irgendwie eine Hoffnung rauszusaugen. Mhm. Aber vergiss es. Es klingt wirklich ziemlich abgefuckt alles. Ich muss es dir so hart sagen. Manchmal ist es wichtig, dass jemand von außen so hart sagt, weil man sich dann so reindenkt in so eine Geschichte und wirklich die verrücktesten Sachen sich vorstellt, die definitiv Unsinn sind. Ja, ich war ja auch wegen der Trennung auch von meinem Hausarzt bin ich zu einer Psychologin gegangen. Siehst du, wie sehr dich das angeschlagen hat? Ja, aber ich muss dazu sagen, also die Psychologin hat mir gar nicht geholfen, also überhaupt nicht. Ich hoffe, dass dir unser Gespräch ein bisschen hilft. Ja. Wenn es auch kein sehr schönes Resümee für dich ist, im Moment. Mhm. Vielleicht in ein paar Monaten wirst du denken, Mensch, gut. Also weißt du, was das Allerbeste wäre jetzt, Cindy? Wenn du das schaffst innerlich, ist immer schwer, weiß ich, wenn man an einem Menschen noch hängt. Mhm. Wenn du jetzt es schaffen würdest, innerlich immer gegen diese Sehnsüchte und diese Sachen anzukämpfen. Ja, und das versuche ich auch. Ich habe es auch eine Zeit lang hingekriegt, nur du schaffst bis es. Vor 3 Tagen, also ich träume von ihm komischerweise jetzt wieder. Ja, aber du musst dir immer, weißt du, das Allerbeste ist immer, wenn man sich dagegen hält, was der andere an nicht guten Sachen getan hat, wie der andere einen schlecht behandelt hat. So, das musst du immer dagegen halten. Er hat Nein gesagt. Er meldet sich seit Monaten nicht bei dir. So behandelt man nicht jemanden, den man noch irgendwie ein bisschen lieb hat. Der macht wahrscheinlich schon mit anderen Frauen rum und denkt beim Sex an alles, aber nicht an dich. Mhm. So, und lass die Finger vom Telefon, ruf bloß nicht du an, keine SMS, keine Mail, nichts. Ja, das hatte ich auch nicht vor. Nee, und hoffen wir mal, wenn so ein paar Wochen noch vergehen oder noch ein paar Monate, dass du dann auch ein bisschen innerlichen Abstand findest und es dann schaffst, wirklich von ihm wegzukommen. Das wäre mein Rat an dich. Okay. Liebe Cindy, alles Gute und alles Liebe von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. Der Jürgen ist hier. Der Jürgen ist 43 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, Domian.
Ja. Das ist richtig, ja. Ich habe ein großes Problem. Erzähl. Und zwar folgendes. Ich arbeite als Flugbegleiter. Mhm. War letzten Dezember auf einer Viertagestour. Mhm. Langstrecke, kam zurück. Wohin? In die weite Welt. War 4 Tage in Indien unterwegs, kam dann zurück nach Deutschland, bin zurückgefahren in unsere Wohnung, da habe ich mit meinem Lebensgefährten zusammengelebt, beziehungsweise gewohnt, kam nach Hause und habe ihn ermordet im Schlafzimmer vorgefunden. Ja, bitte, du hast ihn ermordet im Schlafzimmer vorgefunden? Ja, er war erdrosselt. Es war auch ganz komisch, in dem Schockzustand reagiert man dann auch wirklich ziemlich akkurat. Ich wusste sofort, er ist tot. Ne? Man sieht es ja natürlich auch am Gesichtsausdruck. Ja. Hab die Polizei gerufen. Sofort? Sofort. Mhm. Die Polizei hat dann das Haus gestürmt quasi, weil die nicht wussten, ob der Mörder sich noch im Haus befindet. Ja. Man hat mich dann einfach nur so zur Seite gedrängt, also hat mich überhaupt nicht beachtet. Darf ich mal eben kurz noch was ja, fragen? Ja, klar. Dir war so klar, dass er schon tot ist, dass du gar nicht den Krankenwagen angerufen hast, sondern gleich die Polizei. Ich habe sofort die Polizei angerufen. Hm. Ich bekomme durch meinen Beruf jedes Jahr Erste-Hilfe-Schulung. Hm. Ich habe ihn angefasst. Im Moment, ich habe mich auf ihn gestürzt, habe ihn angefasst und wusste sofort, weil er schon mehrere Stunden tot war. Ja. Daher die Polizei dann. Genau. So, jetzt haben die da reingestürmt oder haben dich zur Seite gedrückt? So, warst du gerade stehen geblieben? Ganz genau. Man hat mich dann auf die Straße geschickt. Dort hat man mich dann in ein Polizeiauto gesetzt. Mhm. Aber der Typ wusste eigentlich gar nichts mit mir anzufangen. Der hat dann nur rumgefragt, was mache ich dann jetzt mit dem? Und es kam mir alles sehr abwertend vor. Und ich war eigentlich immer damit beschäftigt, wieder in die Wohnung zurückzuwollen. Oder einfach warst du bei ihm zu sein. Ja, sicher. Ne? Oder warst du gar für Minuten oder für eine gewisse Zeit selbst verdächtig für die Polizei? Ganz genau, bis dann bestätigt war durch den Arbeitgeber, dass ich eben morgens gerade gelandet war und dass ich mit der Sache gar nichts zu tun haben konnte. Wann durftest du denn dann wieder in die Wohnung zu deinem toten Freund? Überhaupt nicht mehr. Also ich wurde dann aufs Präsidium gefahren und das Schlimme war, vorher verheiratet, mein Lebensgefährte, hatte 3 Kinder, lebte ungeoutet. Für die war das natürlich genauso ein Schock furchtbar. Für mich. Also der lebte noch mit der Familie, also ein Doppelleben quasi. Nee, wir haben in der Wohnung zusammen gelebt. Er war schon getrennt von seiner Familie und von seiner Frau. Aber die wussten von seinem neuen Leben nichts. Ja. Also die waren dann genauso überfahren und schockiert, wie ich das war, durch den Mord. Jetzt strengt man da dann Prozesse gegen mich an, wegen der Wohnungseinrichtung zum Teil und etc. Wie die Familie? Ja, genau. Lass uns mal weiter über den Fall reden. Die Wohnungseinrichtung ist jetzt nebensächlich. Ja, genau. Jetzt sag mir nochmal, du hast am Anfang so mit den 3 Tagen Indien und so. Ja. Weiß ich jetzt nicht genau, wie lange liegt das zurück, was jetzt passiert ist? Das jährt sich jetzt am 10. Dezember, war der Mord und ich kam am 11. Dezember morgens nach Hause. Ein Jahr. Ist denn im Laufe dieses Jahres der Mörder gefasst worden? Er ist gefasst worden. Es war auch die Verhandlung, die Gerichtsverhandlung. Kanntest du den Mörder? Nee, ich habe den Mann nicht gekannt. Hast du irgendeine Rekonstruktion? Kannte dein Freund den oder war es ein Überfall? Das ist alles sehr im Dunkeln, muss ich dazu sagen. Also ich war auch nicht während des ganzen Prozesses anwesend, sondern habe meine Aussage gemacht. Da mich das alles sehr erschüttert hat, weil es hat für mich überhaupt kein Abschied mehr stattgefunden. Mhm. Das heißt, dass man als schwuler Mann, wenn man seinen Lebensgefährten verliert, einfach nicht mehr als Mensch geachtet wird. Mhm. Das hat mich persönlich noch mehr verletzt. Das hast du wahrscheinlich im ersten Moment bei der Polizei so erfahren? Nach dem Motto, was machen wir denn mit dem jetzt hier? Ja. Und ganz oft hinterher im Laufe der Geschehnisse noch sehr oft. Ganz genau. Man hat mir dann den Schlüssel für die Leichenhalle gebracht, hat mir noch gesagt, erschrick nicht, wenn du an den Saal gehst. Dann habe ich geantwortet, es wird nicht passieren, ich habe ihn ja gefunden. Also ich weiß ja, wie er aussah. Und dann war der Saal war geschlossen. Also da konnte keine Verabschiedung mehr stattfinden. Wer hat dir denn überhaupt
den Schlüssel für die Leichenhalle das gegeben? Das war sein Sohn. Ach so. Also ich hatte bei der Polizei den Wunsch geäußert, die Kinder kennenzulernen. Aber das war dann ja auch noch ein Glück, dass der Sohn dir zugetan war. Ja, sonst hättest, genau. hätte er dir das ja auch nicht die Möglichkeit genau, eröffnen ja. müssen. Ja, genau. Lass mich nochmal zu dem Mörder fragen. Ja. Es ist also nicht klar, warum dein Lebenspartner ermordet worden ist. Also es sind sehr viele Dinge, haben in der Zeitung gestanden, von Stricherszene zu viel, für mich eigentlich viele ungeklärten Dinge, die eigentlich auch mit der Persönlichkeit meines Lebensgefährten überhaupt nichts zu tun hatten. Es war für mich ein sehr korrekter Mensch, ich habe ihm blind vertraut. Mhm. Hat der Mörder denn gestanden? Der Mörder hat gestanden, ist aber jetzt im Moment in die Revision. Ja, und ich frage es jetzt nochmal, er hat aber nicht ganz klar gesagt, warum er das getan hat. Es ging um Geld, es war ein Raubmord. Mhm. Es war ein Raubmord gewesen. Und der Täter kannte deinen Freund? Sie haben sich gekannt, genau. Und du wusstest aber nichts von dieser Bekanntschaft? Ich wusste davon überhaupt nicht. Das heißt, du musstest in deiner ganzen Trauer und in dem Schock und all dem ganzen Grauen, was da auf dich eingestürzt ist, auch noch erkennen, dass dein Freund, den Mann, den du liebst, dass der auch noch ein Doppelleben führte. Ja, ganz genau. Dass da noch Geheimnisse gab in... Ja, ganz genau, ja. Wie sehr erschwert dir dieser Aspekt der ganzen Sache auch noch die Trauer? Ich kam bisher eigentlich kaum zur Trauer und es ist auch sind auch die Gefühle, die in mir wach werden, dass ich eigentlich von mir Angst bekomme, da ich dauernd in so einem Zustand bin, sozusagen ein Schockzustand nach wie vor. Ja. Obwohl das Ganze schon ein Jahr her ist. Ganz genau, ganz genau. Wie lange wart ihr ein Paar? Wir waren 4 Jahre. 4 Jahre, das ist ja schon eine lange Zeit. Es war für mich auch sehr lange, weil war in Frührente. Mhm. Wir hatten eine sehr intensive Beziehung, waren 24 Stunden am Tag zusammen. Wie alt war er? Er war 18 Jahre älter als ich. Du bist 43. Jetzt geworden und er war 60 zur Tatzeit, ja. Mensch, Jürgen, was für eine unglaublich furchtbare Sache. Man kommt in die gemeinsame Wohnung und sieht seinen Geliebten erdrosselt im Bett liegen. Ja, ganz genau. Das ist ja eine Hölle, die ist ja überhaupt gar nicht mehr... Ja, ist es so, ja. Nur das Schlimme war für mich, dass man eigentlich gar nicht trotz diesem ganzen Schmerz von niemandem gewürdigt wurde. Mhm. Ich bin selbst beim Pfarrer, habe ich angerufen, weil man einfach Worte des Trostes braucht oder überhaupt nicht. Aber hattet ihr denn keinen gemeinsamen Freundeskreis, der dir beigestanden hat? Wir hatten nur sehr wenige Freunde und auf die konnte ich mich auch verlassen. Ja. Wie hat denn der Pfarrer reagiert? Bitte? Wie hat denn der Pfarrer reagiert? Ah, der Pfarrer hat insofern reagiert, dass es ein kleines Dorf war, in dem der Mord passiert ist, dass man mir nahegelegt hat, dass ich nicht mehr ans Grab gehen soll, damit sich die Gemeinde quasi nicht empört, weil sowas gab es bis dato dort nicht. Das fasse ich jetzt wieder nicht. Das hat der Pastor gesagt? Ja, ganz genau. Das hat der Pastor genau, gesagt ja. zu dir? Ja, ganz genau. Du sollst nicht ans Grab gehen, damit die Gemeinde ganz sich nicht empören muss? Genau, oder immer zur Dämmerung, damit es quasi keine Leute oder keine Friedhofsbesucher provoziere dadurch. Was würde ich gerne mit diesem Pfarrer reden? Ja. Was ist denn das für ein Pfarrer? Ganz genau. Und ich habe dann auch daraufhin den Kontakt abgebrochen, habe gesagt, unter diesen Umständen muss ich kein Gespräch führen. Mhm. Ja, also damit war die Sache für mich dann auch klar. Ja, das sagt einem ein Mann Gottes in so einer Unglückssituation, der einem beistehen sollte und einem helfen sollte in jeglichem. Ganz genau, Domian. Und da setzt es ja auch dann an, dieses Unverständnis. Und es entwickelt sich auch in einem nach so einer dramatischen Situation auch ein ungeheuerlicher Hass gegen diese Leute, den man natürlich nur ganz schwer auch artikulieren kann, beziehungsweise in eine Richtung kanalisieren kann. Ne? Wie ist das denn, du sagst, das ist in einem kleinen Dorf passiert, folglich hattet ihr eure Wohnung auch in einem kleinen Dorf? Nee, das war sein Geburtsdorf. Ach so, und da ist er beerdigt worden. Ganz ich genau. Verstehe. Ja. Aber du bist dann dennoch immer wieder oder gehst heute auch noch an das Grab? Ja, das ist hier 2 Ortschaften weiter. Wir haben in so einer kleinen Stadt gewohnt. Bist du schon mal behelligt worden am Grab von irgendwelchen Leuten? Es ist schon so, dass am Anfang die Leute natürlich stehen geblieben sind und haben dir mitten ins Gesicht geguckt.
Das war natürlich schon, aber ich denke, in der Phase war ich noch sehr unter Schock, sodass mich das am Rande nur gestreift hat. Aber heute, ja, verletzt mich eigentlich immer mehr, ja. Natürlich. Ja. Hast du in diesem Jahr, was wahrscheinlich wie ein böser Film an dir vorbeigezogen ist jetzt, hast du in diesem Jahr dir mal irgendwo Hilfe gesucht? Ja, ich habe jetzt eine Therapie angefangen und das ist eigentlich auch so der Punkt, von der ich mir eigentlich mehr erhofft habe. Mhm. Es ist für mich nach wie vor jetzt im Moment, dass ich wie erstarrt bin, ja, und dass ich zwar die Bilder von dem Lebensgefährte, von dem Verstorbenen anschaue, aber immer das Gefühl habe, ich würde immer noch unter Schock stehen, als würde überhaupt nichts an mich rankommen. Ja, ja, ich fange jetzt auch mit der Arbeit wieder an, zum Anfang nächsten Monats. Pass mal auf, Jürgen. Ja. Ich bin natürlich in einer gewissen Bredouille. Ich kann, du weißt, dass ich ein gewisses Zeitmaß habe. Mir schoss nur gerade eine Idee durch den Kopf. Mhm. Wenn du dich in dieser Therapie unwohl fühlst und du das Gefühl hast, irgendwie komme ich da nicht weiter. Ja, ganz genau. Ja. Ich würde an deiner Stelle, und da würden wir dir gerne auch noch ein bisschen behilflich sein, es gibt ja sehr viele schwule Netzwerke. So auch im Psychotherapeutenbereich. Vielleicht wäre es sehr gut, wenn du dich eher in diese Richtung orientieren würdest und vielleicht einen schwulen Therapeuten hättest. Ja, ganz genau. Ich habe auch einen schwulen Anwalt, also hätte ich gerne gehabt, einen schwulen Therapeuten. So. Nur mit der Adresse. So. Und da wollen wir jetzt mal gucken, ob wir dir helfen können. Und wenn wir dir heute Abend noch nicht helfen können, werde ich dir oder werden wir dir mit Sicherheit in den nächsten Tagen helfen können. Ich verspreche dir, dass du von uns hören wirst. Vielleicht klappt es heute Abend noch, dass wir dir was übergeben können, aber ansonsten wirst du von uns was kriegen. Okay. In welcher Stadt? Nee, sag's nicht, das kannst du meiner Psychologin gleich sagen. Ja, ganz genau. Du legst auf, meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Okay, und ich danke dir sehr fürs Gespräch. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Der Stefan ist hier. Ja, hallo, Domina. Und der Stefan ist 21 Jahre alt. Genau. Hallo. Und du gehst noch ein bisschen näher ans Telefon. So besser? Ja, damit ich dich besser hören kann. Okay. Stefan, um was geht's? Es geht darum, dass ich wollte gestern eigentlich heiraten. Ich bin 21, ich weiß, es ist noch ein bisschen jung. Ja, wo ich das immer so sage, ne? Ja. Ja. Und es ist so, ich bin aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Rostock. Sehr löblich. Hm? Sehr löblich. Ja, und ja, find ich gut. Habe vor 2 Wochen bei einem Einsatz meine Freundin verloren. Sie hat einen alten Peugeot, ihr ist frontal ein BMW reingeknallt, sie hatte kein Airbag. Sie ist bei Grün gefahren, er ist bei Rot gefahren und ist ihr reingefahren. Darauf kam es dann für uns zum Einsatz, technische Hilfeleistung. Und ich wurde dann auch mit alarmiert, wusste allerdings nicht, dass es sich um meine Freundin handelt, und am Unfallort war ich dann im Angriffstrupp als Führer eingeteilt und musste dann leider miterleben, dass das meine Verlobte ist, die dort im Sterben. Wir beide haben darüber noch nicht gesprochen. Noch nicht. Ich frage dich das deshalb, Stefan, weil ich fast eine identische Geschichte vor einiger Zeit hier schon mal gehört habe. Das war jemand, der auch in einer, ich weiß nicht, bei der Feuerwehr oder irgendwie als Sanitäter arbeitete und auch seine Lebenspartnerin dann damit konfrontiert wurde mit dem Unfall. Ja, wir haben darüber noch nicht gesprochen. Ja. Du kamst dahin und sahst und hast wahrscheinlich an dem Auto schon erkannt, dass es deine Freundin ist. Also am Auto konnte ich leider nicht mehr erkennen. Weil das Auto so zerstört war. Das war so zerstört, das wurde auch über die Straße geschleudert, auch teilweise durch die Wucht, durch den Aufprall. Derjenige ist laut Polizeiermittlung 125 km/h gefahren. Und dann bei Rot. Und wann? Betrunken. Und betrunken auch noch. Und Trunkenheit. Mhm. Wann und in welchem Moment hast du denn gemerkt, Mensch, das ist meine Freundin, das ist meine Verlobte? Also ich hab's, sag mal so, gemerkt erst nach 5 Minuten und richtig realisiert wurde erst nach einer halben Stunde. Ich habe dann noch meine Arbeit verrichtet, obwohl das gegen die Dienstvorschriften ist, aber das war mir in dem Moment total egal. Aber die anderen haben das wahrscheinlich gar nicht kapiert, was da gerade für ein Drama passiert, oder? Doch, also mein Truppmann wusste es. Kannte der denn deine Freundin? Ja, er kannte auch meine Freundin. Ach so.
und es ist zwar gegen die Regeln gewesen, aber der Wehrführer war nicht da und dann haben sie mich mithelfen lassen, aber ich sag mal ganz ehrlich gesagt, es ist wohl ein Fehler gewesen. Sie war im Gesicht nicht sehr stark verletzt, sodass du das Gesicht sehen konntest, richtig? Also das Gesicht richtig erkennen konnte ich nicht mal, auch noch nicht mal mehr hundertprozentig. Ich habe sie nachher erkannt durch die bestimmten Gesichter, durch die bestimmten Züge, die sie noch drauf hatte und den Ring und... Weißt du, Stefan, ich hake da so sehr nach, weil wenn ich mich da hineinversetze, man ist ja dann als Helfer bei der Feuerwehr oder mein Arzt ist in einer Stresssituation, da ist ein schlimmer Unfall passiert. Und man denkt an alles wahrscheinlich, aber nicht, dass da die eigene Partnerin liegt. Und wahrscheinlich hält man das, selbst wenn kleine Anzeichen dafür da sind, hey, die Schuhe kenne ich oder da ist der Gesichtszug ist ähnlich, dass man das noch, dass man da gar nicht, auch da nicht drüber nachdenkt, sondern das alles wegdrückt. Ist das so? Also im ersten Moment denkt man eigentlich, ich habe überhaupt nichts gesagt im ersten Moment. Ich habe nachher puren Hass empfunden für diesenjenigen, der das getan hat. Nachdem du das realisiert hattest, dass es seine Freundin ist. Ja, also da habe ich den puren Hass empfunden. Mhm. Diesemjenigen ist noch nicht mal was passiert. Er ist auch auf freiem Fuß und das ist die größte Sauerei, die es gibt. Gestern wolltet ihr heiraten? Gestern wollten wir heiraten. 11.11. um 11.11 eigentlich. War deine Freundin direkt verstorben? Wir mussten leider noch außerhalb Benzin und Öl sichern. Ich hab doch nicht, dann sag's nochmal, außerhalb? Wir mussten außerhalb des Autos Benzin und Öl sichern, ja, weil das alles ausgelaufen ist. Und das hat alles, war alles sehr zeitaufwendend. Es hat fast 2 Stunden gedauert, bis wir das alles fertig hatten, sie raus hatten. Und danach ist sie dann auch verstorben, auf dem Weg ins Krankenhaus. Ja. Wie ging das dann da weiter? Du hast da geholfen, hast gearbeitet und standst dann auch schon in einem Schockzustand. Bist du danach dann direkt ins Krankenhaus gefahren? Oder? Ich bin danach direkt mit ins Krankenhaus gefahren. Derjenige, der Unfallverursacher, der war da auch. Und ich habe mich erstmal aufgefixt, noch schnell verarzten lassen, weil ich habe mich da geschnitten, weil das war alles viel zu hektisch. Dann ist dieserjenige ist mir über den Weg gelaufen, der diesen Unfall verursacht hat. Und er wollte sich entschuldigen, wie bei diesemjenigen, der vorhin auch schon bei dir war. Was wusste der denn? Hat der das auch schon mitbekommen, dass du der Freund bist? Es wurde ihm gesagt. Es wurde ihm durch die Polizei, durch die beiden Ermittler, die da waren, die haben ihm das erzählt. Und er kam an und wollte sich entschuldigen. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe ihm ich wurde ein bisschen Gewalt. Was jeder verstehen kann. Ja, ob es gerecht war oder nicht, ich sehe es als gerecht an. In der Situation kann man das nachvollziehen, dass so etwas passiert ist. Und er meinte, er will mich anzeigen und verklagen. Und da meinte ich im letzten Moment nur noch, Junge, wir sehen uns nochmal. Du kannst mich so viel verklagen, wie du willst. Wie lange wart ihr schon zusammen? Wir kannten uns seit unserem 11. Lebensjahr und sind seit unserem 14. Lebensjahr zusammen gewesen, ununterbrochen. Haben uns auch jeden Tag gesehen. Letzten 3 Jahre haben wir zusammen gewohnt, ja. Alles war auf den 11.11. hin ausgerichtet? Ja. Alle Planungen, alle Überlegungen? Es war alles perfekt. Du wohnst jetzt noch in der gemeinsamen Wohnung? Ich wohne noch in der gemeinsamen Wohnung und bin auch am Überlegen, ob ich ausziehe, weil die Belastung ist ein bisschen zu doll. Ja. Kriegen auch psychologische Unterstützung bei uns in der Feuerwehr von einem Kameraden. Und das ist auch so ein Fall, ähnlich wie bei Jürgen vorhin. Es ist einmal die Trauer, die schon so unermesslich ist, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Und dann auch noch, dass du quasi sie selbst gefunden hast und zum Einsatz gekommen bist bei ihrem Unfall. Das verschlimmert das, finde ich, noch mehr. Das macht den Schockzustand, glaube ich, noch größer, wenn ich mich da so versuche, in dich hineinzuversetzen. Wie hast du denn die letzten Tage verlebt, die letzten Wochen? Das ist doch, kannst du überhaupt leben? Vegetierst du nur so vor dich hin? Also das Vegetieren, na, das ist ein bisschen doof, na, entschuldige, doof gesagt ist nicht, aber ich habe mir danach
die beiden Tage danach, Alkohol ist zwar keine Lösung, aber ich habe mir danach die beiden Tage so ein hinter die Winde gekippt, auf Deutsch gesagt, dass ich nicht mehr gehen und stehen konnte. Und habe auch leider mal wieder mal dieses THC, richtig Hasch geraucht, was ich hätte nicht machen sollen. Also, tja. Und in der letzten Zeit hast du dich etwas gefangen? Auch die Beerdigung, und die wurde ja auch durch die Feuerwehr auch organisiert, und es war, ich sag mal so, eine sehr, sehr schöne Beerdigung. Mhm. Mit allen Fahrzeugen, die wir hatten. Es gehört nun mal dazu, es ist die Kameradschaft. Mhm. Das heißt, du hast richtig gut und für dich befriedigend Abschied nehmen können? Schon, ja. Mhm. Also ich hoffe eigentlich immer noch inständig, dass derjenige, er ist noch auf freiem Fuß, aber ich hoffe echt, dass derjenige weggesperrt wird. Mhm. Was überwiegt denn da so, der Hass auf den Mann oder eigentlich doch die Trauer, dass deine Freundin weg ist? Es ist beides. Beides gleich da. Mhm. Ja. Mhm. Bist du in der Familie aufgefangen? Hast du ein gutes Umfeld? Also durch die Familie meiner Ex-Verlobten, sag ich mal so, mit ihnen bin ich immer perfekt klargekommen und meinen Eltern. Das läuft jetzt auch weiter normal. Ja. Und du bist im Moment, hast du gerade gesagt, auch in psychologischer Betreuung? Durch die Feuerwehr. Ja. Und ist es, hilft es dir? Es fängt langsam an zu helfen. Ja. Also die Einsicht ist auch schon gekommen, von wegen Alkohol und Drogen ist keine Lösung. Mhm. Das ist es nicht. Nein, das ist vielleicht auch verständlich, wenn man das in den ersten Momenten oder in den ersten Tagen macht. Aber natürlich ist es dauerhaft keine Lösung, weil man sich ja schadet und weil man sich kaputt macht damit. Das ist es nicht. Mein Chef, der hat mir auch freigegeben jetzt erstmal, er hat gesagt, Junge, hör zu, du hast Urlaub. Mhm. Was da in den letzten zwei Jahren noch was ist, das braucht ja keiner wissen. Ja. Hier nimm dir erstmal einen Monat und entspann erstmal. Ja, ja. Lieber Stefan, mir tut es irrsinnig leid, was dir da widerfahren ist. Wirklich, wirklich. Möchtest du noch auch mit meiner Psychologin ein bisschen reden? Das habe ich vorhin mit einer Kollegin auch schon sehr gut gesprochen. Ich habe morgen wieder einen Termin. Da möchtest du es nicht in Anspruch nehmen? Morgen wieder. Ja. Aber mein Psychologe meinte, ich soll diese Nummer nochmal ab. Ja. Dann wünsche ich dir eigentlich nur ganz viel Kraft für die nächste Zeit. Ja, so sage ich es. Alles Gute, Stefan. Jo, danke. Ne? Tschüss. Die Hannelore habe ich jetzt hier noch und die ist 61 Jahre. Guten Morgen. Ja, so ist das. Guten Morgen, Domian. Hallo, Hannelore. Ich höre schon öfter oder sehe schon mal öfter deine Sendung und ich habe gedacht, du bist immer mit so viel Negativen konfrontiert, dass es vielleicht auch mal ganz gut tut, wenn man mal was Positives hört. Ja, oder? Also, eine Ehe kaputt. Durch Medikamentenmissbrauch ist der Mann gestorben. Zweite Ehe ist der Mann nach 22 Jahren, das ist nun nicht positiv, an Krebs gestorben. Ich konnte nicht alleine sein, habe auf eine Heiratsanzeige geantwortet und habe einen ganz tollen Mann kennengelernt. Der ist jetzt mittlerweile 77, ich bin jetzt 61 und am Sonntag sind wir 5 Jahre verheiratet. Hey, hey, hey. Und diese Ehe ist das Beste, was mir passieren konnte. Ehrlich? Ja, ehrlich. Er kann zwar fast nicht mehr laufen, aber er ist weltoffen, er hat Verständnis, wir haben gleiche Interessen, also, Musik, also kann man sagen, Literatur. Hat das Glück nochmal richtig zugeschlagen? Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ja. Und ich denke mal, man sollte auch mal sowas sagen. Und all denen, die jetzt im Moment so im tiefen Loch sitzen, haben vielleicht auch nochmal, wenn sie das hören, Hoffnung, dass es ihnen auch nochmal besser ja, gehen könnte. Ja, das ist eben auch, wenn man etwas älter ist, dass es nochmal richtig durchstarten kann. Ich bin zwar selber auch krank, ja, aber es geht uns rundum gut. Hast du denn, Hannelore, da noch so dran geglaubt, damals so vor 5, 6, 7 Jahren? Ich hab's gehofft. Ja, das ist wichtig. Wir haben uns nur ein halbes Jahr gekannt und haben sofort geheiratet. Also ganz gewagt rangegangen. Ja. Aber ich glaube, es ist auch immer, wie überall im Leben, auch eine Frage so der Einstellung. Dass man, wenn man eine optimistische Einstellung hat, glaube ich, klappt sowas auch eher. Als wenn man sehr pessimistisch ist und denkt, ach, es gibt sowieso nichts mehr. Und genau.
Und auch mein Mann, trotz seiner MS, also wenn jemand 45 Jahre Multiple Sklerose hat, der ist normalerweise, ja, der lebt nicht mehr. Ja, eigentlich nicht, ja. Ja? Ja. Ja. Aber es geht ihm, er kann zwar kaum noch laufen, mit meiner Hilfe kann er sich umsetzen, aber das klappt alles wunderbar. Ihr macht's euch noch schön. Wir machen uns das noch richtig schön, so viel wie es geht. Und so muss es auch sein. Das ist wirklich genau eine schöne, nachdem wir doch heute sehr traurige Sachen gehört haben, finde ich das toll, dass du noch durchgekommen bist. Ja. Und dass du das hast erzählen können. Und ich wünsche euch noch viele tolle Jahre und viele schöne Erlebnisse. Danke, du. Hallo, von Herzen. Und dir auch alles Gute. Und du grüßt deinen Mann herzlich von mir. Mach ich, danke. Okay, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. 1:59:27. Jetzt sind wir gleich am Ende der Sendung. In der Technik war Malte Emels. Morgen heißt unser Thema, wie vorhin schon angekündigt, in mir täuschen sich alle. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, unter der bekannten Telefonnummer oder auch mailen, domian@wdr.de. Wer von euch hat große Geheimnisse? Wer führt ein Doppelleben? Wer tut Dinge, die die Umwelt überhaupt niemals für möglich halten würde? In mir täuschen sich alle. Thema morgen bei uns. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.